Wir sprechen in diesem Kapitel über den Einfluss der Temperatur auf die Schichtung und Turbulenzen eines Gewässers. Der Wärmehaushalt eines Gewässers ist wesentlich für die Organismen, für den Kreislauf von Stoffen und er hängt in erster Linie davon ab, wie viel Wärme wird abgegeben, das heißt, wie viel wird abgestrahlt, was verdunstet an Wärme, was kann abfließen bzw. was wird abgeleitet. Ein Gewässer kann jedoch auch Wärme natürlich aufnehmen, kann Wärme speichern. Das heißt, es wird Strahlungsenergie absorbiert in den obersten Wasserschichten. Im langwelligen Bereich ist es besonders wirksam. Und zur Wärmeverteilung ist es wichtig, dass der See exponiert ist an Windkräfte zum Beispiel, dass diese wärmeren Schichten dann auch in tieferen Schichten runtergemischt werden. Hier ist diese Grafik. Von der Sonnenstrahlung haben wir langwellige Ein-Abstrahlung oder beziehungsweise von der Sonne die kurzwellige Einstrahlung. Es wird einiges verdunsten von dem Wasser. Es kommt auch während der nächtlichen Abkühlung zu einer Abgabe von Wärme. Durch den Wind werden die oberen Wasserschichten wieder nach unten gemischt und somit kommt es zu Temperaturgradienten, welche wichtig sind, speziell jetzt auch für Organismen, wenn sie an bestimmte Temperaturen auch angepasst sind, beziehungsweise auch an Lichtverhältnisse. Es gibt hier auch Oberflächenwellen, welche wichtig sind für Gewässer, das heißt, diese Oberflächenwellen sind ein Zeichen für den Einfluss der kinetischen Energie. Das heißt, es werden Kräfte durch den Wind eingetragen. Man spricht hier von einem Maximum Fetch oder die sogenannte längste Distanz, die der Wind jetzt zur Verfügung hat, um Energie in ein Gewässer einbringen zu können. Und diese Energieverteilung, das ist dann praktisch zu sehen wie eine vertikale Serie von Ellipsen, die diese Energie weiterbringen, die jedoch auch mit der Tiefe hin abnehmen. Hier ist Beispiel, was kann ich für eine maximale Distanz haben für den Wind als Fetch in Kilometern und was heißt es für eine maximale Wellenhöhe? Das heißt, wir haben 1 Kilometer Fetch und das kann maximal eine Wellenhöhe von ca. 1/3 Meter bedeuten. Je höher der Fetch, umso höher natürlich auch die Wellenhöhe, weil dadurch mehr Energie in das Gewässer gebracht wird. Die Wellenbildung, das heißt, wir sprechen hier von einer Länge, auch von einer Wellenhöhe und auch die Amplitude. Das heißt, wir können hier über den Wind können wir eine Vertikalbewegung haben im Gewässer. Das nimmt auch exponentiell mit der Tiefe ab. Es gibt jedoch kaum eine Vorwärtsbewegung. Und somit werden Sedimente, Nährstoffe und auch Wärme verteilt. Wir haben auch Strömungen in einem Gewässer. Man unterscheidet hier zwischen laminaren Strömungen und turbulenten. Bei laminaren Fließbewegungen spricht man im Prinzip von parallel verlaufenden Stromfäden. Das heißt, dass alle Wasserteilchen sich parallel in Fließrichtung zueinander bewegen. Die turbulenten sind, wenn wir zum Beispiel in Wirbeln eine Wasserbewegung haben. Laminare Fließbewegungen finden wir speziell bei Grundwässern oder auch bei Grenzschichten, die turbulenten speziell in Fließgewässern. Man spricht ja auch von einer, oder man gibt hier eine Reynolds-Zahl an. Diese Zahl ist dimensionslos, aber es ist ein wichtiger Parameter in der Strömungslehre, welcher im Prinzip angeben kann, ob wir hier eine laminare bzw. turbulente Strömung haben. Das heißt, wenn diese Reynolds-Zahl klein ist, sprechen wir von einer laminaren, bei einer großen Reynolds-Zahl von einer turbulenten Strömung. Und eingehen in diese Berechnung tut die mittlere Fließgeschwindigkeit, die Zähigkeit von Wasser, das heißt auch von der
Zusammensetzung des Wassers, von der Fließgeschwindigkeit und auch des Längenmaßes. Das kann jetzt eine Reynolds-Zahl für ein Gerinne sein, wie es für die Hydrologie zum Beispiel wichtig ist, jedoch auch für einen umströmten Körper im Sinne eines Organismus. Diese Reynolds-Zahl gibt jedoch auch die Stabilität eines Gewässers an. Das heißt, wenn die Reynolds-Zahl über 0,25 ist, dann spricht man von gut geschichteten Seen. Das heißt, wir haben eine sehr strikte Trennung zwischen dem Epi- und dem Hypolimnion. Als Beispiel dazu, wir haben im Epilimnion sehr warme Wasserschichten, im Hypolimnion zum Beispiel 4 Grad. Das heißt, dass diese Wasserschichten sich dann schwieriger mischen werden, wohingegen, wenn die Reynolds-Zahl unter 0,25 ist, haben wir schwach geschichtete Seen. Das heißt, dass dann diese kinetische Energie die Schichtung überwinden kann und besser durchmischen kann. Hier geht es eben um stabilisierende Kräfte, wie speziell die Dichte, dass diese eben größer sein können als die durchmischenden Kräfte wie Wind- oder Strömungsgeschwindigkeiten. Wir haben in einem klassischen europäischen See eine jahreszeitliche Mischung und Schichtung. Im See jedoch haben wir durch diesen Wechsel der Temperatur in der Wassersäule oft eine Thermokline. Das heißt, wir haben eine Grenzschicht in der Temperatur und diese Thermokline bezeichnet man dann als jenen Bereich, wo wir die maximale Änderung der Temperatur haben im Pelagial. Bei einem durchmischten Bereich oder einem durchmischten Gewässer haben wir eine uniforme Temperaturverteilung vom Epilimnion bis ins Hypolimnion, wohingegen wir bei einer Schichtung ein Epilimnion haben, welches dann abgetrennt sein kann durch diese Thermokline. Wenn es dann Nährstoffe betrifft, dann spricht man von einer Nutrikline, dass wir einen sehr starken Gradienten haben zwischen Nährstoffkonzentrationen. Wir haben auch horizontale Strömungen, das heißt, der Wind hat auch Scherkräfte, die auf die Wasseroberfläche wirken. Wir haben auch die Corioliskraft bzw. die sogenannte Ekman-Spirale und diese Ablenkung nennt man dann die Ekman-Drift. Die Langway-Strömungen, die sind, wenn jetzt zum Beispiel beständiger Wind walzenförmige Strömungen ausbildet, die können von 5 bis 50 Meter Breite bzw. Tiefe sein und manche Wasserteilchen haben oft eine schraubenförmige Bahn, die sie dann in Windrichtung transportiert werden können. Und wenn sich diese Langway-Wellen treffen, spricht man von Konvergenzen, wenn diese auseinandergehen, spricht man von Divergenzen. Hier als Beispiel diese Langmuir-Wellen oder Strömungen, wenn sie eben zueinander hinlaufen, sind es diese Konvergenzen, die dann am Wasser auch sehr gut sichtbar sind, wie hier diese kleinen Wellenberge.